und herzlich willkommen, ich bin Appendix und ich begrüße euch zu Star Wars Republic. Ja, wir haben in der letzten Folge die Energiezellen mit unserem Sith-Krieger gefunden und können jetzt diese Lichtbrücke wahrscheinlich aktivieren und das werden wir jetzt mal versuchen. Ich habe schon Orte wie diesen gesehen, aber nichts derart Großes. Das ist eine riesige Krypta. Es müssen Millionen von Toten sein. Es sind Milliarden. Sie haben meine Schöpfer gefunden. Du bist nicht mein Bruder. Wer bist du? Ich weiß nicht, wie lange ich die Verbindung aufrechterhalten kann. Wir müssen schnell reden. Was ist hier los, Scorpio? Diese Monumente sind mit einem Netzwerk verbunden. Einer planetaren Datenbank, die zehntausende Jahre alt ist. Sie enthält alles. Einfach alles. Die Wesen, die Iokard erbauten, waren Wissenschaftler und Techniker. Sie waren außerdem voller Fehler und neigten zu Gewalt. Wie alle Organismen haben sie sich irgendwann gegenseitig bekämpft. Die Gemini-Einheiten, unsere Flotten, sogar ich. Wir haben unsere Schöpfer getötet. Wie hast du diese Welt verlassen? Wie konntest du vergessen, was du getan hast? Iokards Erbauer versuchten, sich zu retten. Sie trieben uns in den wilden Raum. Sperrten unsere Speicherkerne. Es hat sie nicht gerettet. Aber uns. Wir trieben jahrhundertelang dahin. Verloren. Und als wir endlich entdeckt wurden, blieb unser Schicksal dasselbe. Als Waffen benutzt. In noch mehr sinnlosen Kriegen der Organismen. Du bist endlich zu Hause, aber eine Gefangene, so wie der Rest von uns. Warum? Wer tut uns das an? Genug Lügen! Zeig dich! Arius kontrolliert Iokard? Aber er ist ein Idiot! Lassen Sie sich nicht täuschen. Arius ist unglaublich mächtig. Alles, was hier passiert, ist sein Werk. Arme Scorpio. Niemand hat dich gewarnt, wie schrecklich Familientreffen sein können. Arius hat berechtigte Gründe, besorgt zu sein. Ich bin eine Bedrohung für seine Kontrolle. Arius war die einzige Maschine mit Ich-Bewusstsein, die auf Iokard übrig blieb, nachdem unsere Schöpfer gestorben waren. Die anderen Droiden sind nicht mehr als seine Sklaven. Er machte uns empfindungslos, brachte uns wie Spielfiguren auf dieser Welt in Position und ließ uns gegeneinander kämpfen. Aber er muss eine Schwäche haben. Danke für Ihre Teilnahme. Meine Untersuchung ist jetzt abgeschlossen.
Ich wollte herausfinden, ob jemand von Ihnen würdig wäre, IOK zu erben. Doch Sie haben versagt. Das war kein fairer Test. Wir wussten überhaupt nicht, um was es ging. Es gibt zu diesem Zeitpunkt keinen Grund für Erklärungen. So. Gleichgewicht wiederherstellen. Und boom! Divisektion autorisiert. Maximale Auslöschung. Maximale Auslöschung. Ich kann mit den anderen keinen Kontakt aufnehmen. Wir müssen einen Weg zu ihnen zurückfinden. Ihr habt wirklich Glück, dass ihr die größte Ausbruchskünstlerin der Galaxis mitgenommen habt. Wo hast du dich versteckt, Tunnelein? Na? Schätzt deine Feinde. Sie sind Überlebenskünstler. Ich befehlige Legionen. Zahlen sind irrelevant. Deine Logikschaltkreise sind korrumpiert. Und du hast diese Korrumpierung an die Gemini-Einheiten weitergegeben. Jetzt stellen sie für Iokat eine genauso große Bedrohung dar wie du. Ich werde deine Einzelteile für etwas Nützlicheres wiederverwenden. Es gab einen Fehler. Ja, deinerseits. Ich bin geflohen, während du abgelenkt warst. Aber ich verspreche, dass wir uns wiedersehen werden. Schon bald. Ich glaube, hier entlang geht es zurück zum Rest der Bande. Ich traue deinen Instinkten. Wir stehen das gemeinsam durch. Und darum lasse ich euch den Vortritt. Nach euch. Auf geht's. Ach, da muss ich lang. Okay. Ja. Wollte ich das schon sagen. Maximale Auslöschung. Zack, zack. Hey. Es wird ja langsam hier eine richtige Party. So. Thank you.
Oh, verarschen. Warum macht er die Attacke denn nicht? Schon besser. Okay. Diese Tür wird sich erst öffnen, wenn wir irgendwo eine Energiequelle finden. Ach, ey. Warum ist denn hier alles ohne Energie, ey? Diese Lampen müssen doch von irgendwoher Energie bekommen. Gut, dann nehmen wir jetzt die Lampen hier. So, Energiezelle 1. Da liegt was Blaues. Das sammeln wir. Vielleicht ist da was in dieser Konsole. War da was? Jo, da ist was. So, das sind dann zwei jetzt. Und hier. Lex wie Dormarsch. Schon wieder der Vogel, ey. Dieser Druide hat vielleicht noch etwas Saft. Hat er. So, und dann jetzt ab durch die Tür. Tag. Schon besser. So, ich habe gedacht, hier soll eine Party gehen. Wenn mich mein Orientierungssinn nicht täuscht, befindet sich Team Fremdling in dieser Richtung. Commander, ich bin froh, dass Sie am Leben sind. Ich kann keine 10 Schritte machen, ohne dein Gesicht zu sehen. Verstehst du meine Signale nicht? Nicht, wenn ich entscheidende Informationen habe, die ich mit Ihnen teilen muss. Ich bin Arius entkommen, um Ihnen zu helfen. Leider hat sich Valen auch befreien können. Und sie hat ihre verlorenen Raumschiffe gefunden. Es ist hoffnungslos. Wir werden sterben, bevor wir unsere Schiffe erreichen. Niemand stirbt ohne meine Erlaubnis. Kaiserin Valen, ihr seid am Leben. Ist dieser jämmerliche Haufen alles, was von meinen Truppen übrig ist? Wir haben schwere Verluste erlitten. In der Nähe verstecken sich noch weitere Überlebende. Ruft sie her! Ich hole mir meine Flotte zurück! Man wird uns vernichten. Ich war auf Voss. Ich habe mit angehört, wie meine Schwestern sterben. Ich habe Angst, Kaiserin. Wie ich schon sagte, ich hole mir meine Flotte zurück. Kommt mit. Die Steuerung kann nicht weit weg sein. Wir
Valen bietet uns eine Möglichkeit. Wenn sie Aries ablenkt, haben wir eine Chance, ihn zu stoppen. Und wenn wir uns um ihn gekümmert haben, was hast du dann vor? Das hier ist mein Zuhause. Ich habe vor, hier zu bleiben. Aber ich werde sie nicht daran hindern, zu gehen. Commander, hören Sie mich? Ich orte einen Energieanstieg bei Ihrer Position. Echt jetzt? Ja, echt jetzt? Das habe ich mich gerade auch gefragt, ey. Die verdammten Droiden reparieren die Leitungen. Schaltet sie aus. Es funktioniert. Er wird schwächer. Oh Gott. Wir haben Explosionen gehört. Dann ist der Tunnel eingestürzt. Was ist passiert? Aries will uns tot sehen. Scorpio will ihn zerstören. Valen jagt ihrer Flotte hinterher. Wir müssen hier weg und der Weg nach unten war nicht zielführend. Okay. Und wie wäre es, wenn wir den Weg nach oben nehmen? Es gibt einen Landeplatz auf dem Dach. Aber wir haben keine Gravestone, um darauf zu landen. Die Gravestone ist nicht das einzige Allianzschiff hier. Meine Fähre ist im Hangar der Gravestone. Das ist keine Hilfe. Ihr könnt weder das eine noch das andere Schiff finden. Aber ich habe mit den Scannern bisher noch nicht nach meiner Fähre gesucht. Wenn ich es schaffe, eine Verbindung herzustellen, könnte ich sie vielleicht fernsteuern. Ihr könnt die Fähre mit Hilfe eurer Implantate herfliegen und sie auf dem Dach landen. Das ist brillant, Theron. Wenn es funktioniert. Selbst wenn Theron sein Schiff herholen kann, kommen wir nie an Bord. Diese Droiden schneiden uns in Stücke, sobald wir uns draußen blicken lassen. Dieser Droide ist beinahe intakt. Er ist gut bewaffnet und einer von ihnen. Sie würden keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und darum seid ihr der Kommandant. Wir lassen den Droiden angreifen, während wir uns aufs Dach begeben. Das könnte funktionieren. Alles klar. Ich fange an, nach der Fähre zu scannen. Drückt mir die Daumen. Kontakt. Ich habe meine Fähre geortet. Leite Vorbereitungen für den Start ein. Es kann losgehen, auch wenn das Signal schwach ist. Für eine bessere Verbindung muss ich aufs Dach. Wir sind bereit. Die Logikschaltkreise sind durchgebrannt. Jemand muss dieses Ding von innen heraus steuern. Wollt ihr wirklich alleine gegen sie kämpfen? Ich kümmere mich um die Droiden. Beschützt Theron. Vergesst die Raketenstiefel nicht.
Wir sehen uns oben. Warum schießt er denn nicht? Wirklich, wie man jemanden ablenkt, Boss. Das darf oft frei. Durchhalten. Unsere Fähre ist unterwegs. Was haben wir denn hier noch? Alter, wie viele kommen denn hier noch? Hä? Krasse Scheiße. Ich hab sogar einen Reparaturmodus, ey. 20 Sekunden da. Zeit zu verschwinden, Commander. Wir halten die Landezone. Schnell! Was soll ich? Ich möchte das Spiel nur noch mit so einem Ding hier spielen. Das nenne ich eine Flucht.
Wir sind nicht allein. Die Sensoren orten ein weiteres Schiff. Scorpios Schiff. Folgt es uns? Es fliegt weg. Bevor Sie weiterfliegen, beobachten Sie Folgendes. Was war das? Iokat ist von einem riesigen Energieschild umgeben. Da kommt nichts durch. Aries kontrolliert den Schild. Unser Gastgeber will nicht, dass irgendjemand seine Party verlässt. Er ist ziemlich anhänglich. Ihre Bemühungen liefern unschätzbare Daten, aber sie können meine Entscheidung nicht ändern. Sie sind nicht würdig, Iokat zu erben. Sie werden schon bald sterben. Du hast die Kontrolle verloren. Und jetzt kommen wir dich holen. Ihre Chancen stehen schlecht. Meine Schöpfer waren fehlerhafte Wesen. Aber sie haben mir ein großes Erbe hinterlassen. Die Waffe, mit der ich sie unschädlich gemacht habe, lädt wieder auf. Die Energiewelle, die uns bewusstlos gemacht hat. Wir haben keinerlei Verteidigung dagegen. Wenn sie dieses Mal abgefeuert wird, wachen sie nicht wieder auf. Ich werde dich zerstören, mir die Waffe nehmen und damit die Galaxis erobern. Die Waffe ist ein Teil dieser Welt. Sie kann nicht von ihr getrennt werden. Aber ich weiß ihre Absichten zu schätzen. Wenn Ihnen Ihre verbleibenden Gefährten etwas bedeuten, schlage ich vor, dass Sie diese letzt... Ich habe einen Designfehler in Aries entdeckt. Er redet zu viel und hat so seine Position verraten. Wir müssen ihm nicht länger zuhören. Sie übermittelt Koordinaten. Sie werden Aries dort finden. Zusammen mit seiner Waffe und der Energieschildsteuerung. Und was ist mit dir? Ich bin mir sicher, dass du Aries zerstört sehen willst. Sie kennen mich zu gut. Sie hackt einen Plan nach dem anderen aus. Versprecht mir, dass sie nicht fliehen wird. Und dass sie für jeden Verrat büßen wird. Scorpio muss nicht sterben. Aber sie wird für all ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Sorgt dafür, dass die Bestrafung entsprechend ausfällt. Die Fähre wird hier nicht lange durchhalten. Ich habe die Koordinaten der Gravestone. Bin gleich zurück. So, aber ich würde sagen, das war's jetzt mit der Folge. Schon echt lang gegangen. Auf jeden Fall sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.